Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln. Wenn sie durchs dürre Tal ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund und Frühregen hüllt es in Segen. Ihr Lieben, ich grüße euch zu einer neuen Folge von Morgenmut mit Psalm 84, Vers 6 und 7. Und die Essenz von diesen Versen könnte man vielleicht so beschreiben: Es ist nicht so wichtig, wo du hingehst. Es ist wichtiger, mit wem du gehst. Und das ist jetzt nicht nur ein verspäteter Tipp für die Urlaubszeit, da spielt das auch eine Rolle, sondern erst recht ein Rat, wenn es darum geht, wie wir unser Leben führen. Denn die Söhne Korach, die hier diesen Psalm dichten, sagen: Wenn du mit Gott unterwegs bist, wenn du ihm nachwandelst, wenn du Jesus Christus folgst, dann kann dir auch ein dürrer Ort zum Segen werden. Dann können dir da die Quellen sprudeln. Nicht, weil sich die Situation plötzlich total verändert, aber weil du mit dem gemeinsam dort bist, der selbst die Quelle des Lebens ist. Wir haben es neulich zitiert, Psalm 23, du deckst vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Mitten in der schwierigen Situation ist Gott da. Mitten im dürren Tal ist er dein Versorger. Ist er, der dir die Quellen sprudeln lässt. Ist der, der dir erfülltes Leben schenkt. Und ich will dich einladen, auf diesen Weg Jesus nachzufolgen. Ihn für deine Stärke zu halten. Und auf ihn zu hören. Und natürlich wird es dann auch um die Frage gehen, wo es denn dann hingeht, nämlich möglichst ihm nach, auf den Wegen, die er dich führt. Aber das können eben äußerlich ganz schöne oder auch ganz schwierige Wege sein. Aber wenn er dabei ist, dann ist es ein guter Weg. Ich mache dir Mut, ihm zu folgen, auf seinen Wegen. Und Herr, wir danken dir, dass du uns einlädst in deine Gegenwart, dass du Gemeinschaft mit uns haben willst. Und dass du uns rufst, dir nachzufolgen, jeden Schritt mit dir zu gehen. Und dazu bitte ich dich, dass du uns leitest, dass wir deine Stimme hören, dass wir wahrnehmen, wohin du uns rufst. Und dass wir ganz treu, ganz dicht an dir dranbleiben und erleben, dass das dürre Tal uns zum Quellgrund wird. Amen.